Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 106 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mit dem Titel Geheimtipps zum Ziele setzen. 7 Zielkriterien und Strategien, die dich echt voranbringen. Warum so vollmundig und vielleicht geheimnisvoll Geheimtipps? Weil es einige Tipps sind, die, ich sag mal so, vom Mainstream durchaus etwas abweichen. Wo sich schon die Frage stellt, was ist der Mainstream beim Ziele setzen? Doch bevor ich die Frage beantworte, für alle diejenigen, die neu sind bei meinem Podcast, du findest zu dieser und zu allen bisherigen vielen, vielen Folgen, was waren 105 Folgen, eigentlich 106 Folgen, weil ich hatte schon eine Nullerfolge auch, wie auch immer, findest du auf meiner Webseite www.romankmenter.com/podcast alle Arten von weiterführenden, hilfreichen Informationen, Links, Tipps, Strategien, Downloads, Freebies und so weiter und so fort. Also schau vorbei, www.romankmenter.com/podcast. So, aber jetzt zurück zum Thema. Was ist der Mainstream beim Zielesetzen? Die Formel, die wahrscheinlich jeder kennt, ist SMART. SMART Ziele setzen, SMART Ziele formulieren heißt es. Wofür steht SMART? Ist ein Akronym und steht, ja, wofür steht es denn? Es steht für unterschiedliche Sachen, wenn man ein bisschen googelt und die Literatur durchforscht. Aber das, wofür diese Buchstaben am meisten oder meistens stehen, ist S für spezifisch, M für messbar, A für akzeptiert, R für realistisch und T für terminiert oder mit Termin versehen. Man findet aber auch R für relevant oder A für attainable, wenn man die englischsprachigen Versionen sich ansieht. Jetzt ist diese Formel, wie gesagt, extrem verbreitet und bekannt, und wie so vieles, was extrem verbreitet und bekannt ist, wird es irgendwann nicht mehr hinterfragt. Ich habe das mal gemacht und habe mir mal überlegt, was hat denn diese Art Ziele zu setzen für Vor- und Nachteile und auch eigene Erfahrung dazu gesammelt. Grundsätzlich ist es ja nicht blöd, eine Formel zu haben, nach der man Ziele setzen kann, um Ziele sauber und ordentlich zu definieren. Ja, stimmt. Was ist also schlecht daran? Die Formel klingt doch sehr vernünftig, oder? Vernünftig, ja. Wirksam? Lass uns darüber diskutieren. Es stellt sich nämlich zu Beginn die Frage, wofür sind denn Ziele überhaupt gut? Um sie zu erreichen, werden die einen, vielleicht die Vernünftigen, sagen, ja, möglicherweise, doch gleichzeitig gibt es den netten Spruch, den ich irgendwo mal aufgefangen habe, wenn Gott strafen will, dem erfüllt er all seine Wünsche. Und Wünsche könnte man natürlich auch als Ziele interpretieren. Also Ziele erreichen oder nicht erreichen, ist SMART wirklich so SMART? 3 Gründe, warum SMART nicht unbedingt so SMART ist. Ich male jetzt den Teufel bewusst einmal etwas an die Wand. Wir müssen das Kind, sprich die SMART-Formel, nicht mit dem Bade ausschütten, aber durchaus, ich sag mal, differenziert und kritisch betrachten. Es fehlen nämlich aus meiner Sicht teilweise ein paar weitere wichtige Zielkriterien und gleichzeitig werden manche der SMART-Kriterien in der Praxis tendenziell zu einseitig interpretiert. Also, 3 Gründe, warum SMART-Zieldefinition Nachteil sein kann für dich, deine Ziele, dein Business, dein Leben. Grund Nummer 1 ist, dass SMART-Ziele sich den Rahmenbedingungen, also den Umweltbedingungen, unterordnen. Warum tun sie das? Wegen dem R zum Beispiel für realistisch. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ob etwas realistisch ist oder nicht, dann schließt es das Unrealistische, also die unrealistische Zielsetzung oder Zielformulierung von vornherein aus. Und sind es nicht manchmal gerade die unrealistischen Ziele, die von fast allen bis auf vielleicht einen oder einigen wenigen für unrealistisch gehalten werden, diejenigen, die uns unglaublich viel weiterbringen oder auch in der Menschheitsgeschichte uns sehr viel weitergebracht hat? Sind es nicht oft die Menschen, die sich Unrealistisches vorgenommen haben und es dann zur Überraschung anderer auch noch tatsächlich
erreicht haben. Und was noch dazu kommt, ist, dass Smart-Ziele, so aus meiner Erfahrung, aus meinen eigenen Erfahrungen in Konzernen zum Beispiel, wo ich jahrelang gearbeitet habe, respektive auch aus der Arbeit mit Kunden, zeigt sich immer wieder, dass wenn man Smart verwendet, dann das realistisch noch so interpretiert wird, dass man noch ein wenig unter dem realistischen Level bleibt, um auf Nummer sicher zu gehen. Herbert von Karajan, der berühmte, inzwischen verstorbene Dirigent, hat einmal gesagt, wer all seine Ziele erreicht, der hat sie wahrscheinlich zu niedrig gewählt. Und das kann bei Smart möglicherweise leichter passieren. Grund Nummer zwei, Smart-Ziele produzieren Mittelmaß, und das hängt sicher auch mit dem Grund 1 zusammen. Wenn man sich typische Smart-Ziele anschaut, dann sind das immer wieder die ähnlichen bis dieselben. Es ist immer mehr vom immer gleichen Mittelmaß. Das müsste zwar streng genommen nicht so sein, also die Formel ist nicht per se schuld daran, aber anscheinend regt die Smart-Formel in der Praxis diese Tendenz an. Ich sehe es zumindest relativ oft. Und Grund Nummer 3, klassische Smart-Ziele begeistern oft niemanden. Stell dir mal Folgendes vor, Kick-Off-Meeting im Januar. Der Geschäftsführer verkündet die Ziele für das Jahr, sauber definiert nach dem Smart-Prinzip. Man strebt ein Umsatzwachstum von 7% im Produktsegment A und 1 von 5,5 im Bereich B für die nächsten 12 Monate an und so weiter und so fort. Alle Kriterien nach dem Smart-Prinzip sauber erfüllt. Ein Raunen geht durch die versammelte Mannschaft, bevor der frenetische Beifall erklingt. Doch halt. Irgendwas stimmt nicht an diesem Bild, zumindest nach meinen Praxiserfahrungen. Oder kannst du dir das vorstellen? Echt? Wen begeistern denn Unternehmensziele mit derlei Zielformulierungen wirklich? In den allermeisten Fällen, aus meiner Erfahrung, nicht einmal diejenigen, die diese Ziele formuliert haben. Doch man hat seine Pflicht getan und alle Ziele sauber nach SMART formuliert. Also wie smart sind solche SMART-Ziele denn nun wirklich? Ich habe eingangs schon die Frage gestellt, was denn das Ziel hinter den Zielen ist, was wollen wir denn mit Zielen erreichen? Oder also so das Metaziel sozusagen, oder warum setzen wir uns Ziele? Und habe mal hinterfragt, ob es wirklich so ist, dass Ziele erreicht werden müssen, ob das das ist, was wir mit Zielen wollen, diese erreichen. Und ich sage, gar nicht so wichtig aus meiner Sicht, wie es vielleicht scheint. Für mich noch wichtiger als das Ziel erreichen ist, dass Ziele Menschen mit Handlungsenergie versorgen. Das Ziel, das nie erreicht wird zum Beispiel, versorgt dich bei entsprechend geschickter Zielformulierung mit endloser Energie, weil du immer hinter dem Ziel hinterher bist. Der Grad zur Frustration ist natürlich durchaus vorhanden und ein schmaler vielleicht, aber an sich bringen Ziele Energie, Handlungsenergie. Ziele begeistern. Und das ist extrem wichtig, ist noch wichtiger, als sie zu erreichen möglicherweise. Ziele verbinden Menschen, Mitarbeiter und Teams eines Unternehmens, die eben das gleiche Ziel haben, das gleiche Ziel verfolgen, das gleiche wollen, und gleichzeitig trennen Ziele diese aber auch, nämlich diejenigen, die von diesem Ziel begeistert sind und diejenigen, die das irgendwie nicht so toll, irgendwie weltfremd, langweilig oder uninteressant finden und das Unternehmen vielleicht sogar deshalb verlassen, was okay ist, denn je mehr Menschen in einem Unternehmen vom selben Ziel, das mit dem Unternehmensziel übereinstimmt, begeistert sind, umso besser natürlich für das Ganze. Jetzt will ich auch hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und nicht sagen, Ziele brauchst du gar nicht erreichen. So ist es auch nicht, aber ich würde mal sagen, die Mischung macht es. Es gibt durchaus oft kleinere Zwischenziele zur Kontrolle entlang deines Weges, deiner Entwicklung, die du durchaus erreichen solltest, könntest, und größere, längerfristige, vielleicht sogar sogenannte unendliche Ziele, die du möglicherweise nie erreichst oder auch nie zu erreichen brauchst. Ich habe vor kurzem ein interessantes Buch dazu gelesen von Simon Sinek. Genau, da geht es um das neueste Buch von Simon Sinek. Rausgekommen jetzt Ende 2019, da geht es um Ending und Never Analyze, wie sagt er, Finite und Infinite Targets oder Goals. So, also endliche und unendliche Ziele. Interessantes Buch, so am Rande mal. Wenn ich daran denke, werde ich es verlinken in den Shownotes zu dieser Folge. Die findest du unter www.romangmenta.com/podcast.
Also, wenn nicht die Smart-Formel, stellt sich die Frage, was denn dann? Ich habe versprochen, ich habe ein paar andere Zielkriterien für dich mitgebracht, die du durchaus mit der Smart-Formel mischen kannst und diese damit ergänzen kannst. 7 sind es an der Zahl, die sind für Einzelpersonen, für den privaten Gebrauch natürlich auch gut zu verwenden, zu nutzen und vor allem super gut für kleinere und Kleinstunternehmen und Unternehmer anzuwenden. Bei Konzernen trifft das zwar grundsätzlich auch zu, allerdings da ist das Spiel mit den Zielen, mit den Jahreszielen, mit den strategischen, längerfristigen Zielen ein ganz anderes Spiel. Nochmal, wie ich aus meiner eigenen Konzernerfahrung, aus meiner langjährigen Konzernerfahrung zu meinem Leidwesen durchaus weiß, dass das mit den Zielen da etwas anders läuft. Okay, wie auch immer, was sind denn meine 7 persönlichen Best-of, was Ziele setzen angeht? Kriterium Nummer 1 heißt, setz dir deine eigenen Ziele. Man, wessen Ziele denn sonst, sollte man wohl meinen an dieser Stelle. Zu Recht, doch so abwegig ist diese Idee oder diese Strategie gar nicht oder dieses Kriterium gar nicht, denn in der Praxis erlebe ich, dass sehr oft Ziele gesetzt werden, bewusst oder auch unbewusst, die Ziele anderer sind. Zum Beispiel will der Sohn Arzt werden, weil seine Mutter sich das schon immer gewünscht hat. Oder jemand will 10 Kilo abnehmen, weil andere meinen, er oder sie sei übergewichtig. Oder jemand will einen Marathon laufen, weil viele im Freundeskreis das auch schon gemacht haben. Und so weiter und so fort. Wir orientieren uns beim Zielsetzen relativ häufig an dem, was andere wollen, statt an dem, was wir selber wollen. Und setzen dann sogenannte Image-Ziele, also Ziele, um in den Augen anderer, der Vorstellung anderer gut dazustehen, wenn wir sie erreichen. Die eigenen Ziele bleiben dann leider immer wieder mal auf der Strecke. Also, der wichtigste Punkt scheint mir, wirklich eigene Ziele zu finden und zu definieren. Seine eigene Berufung, seine Lebensziele, seine beruflichen Ziele, seine Unternehmensziele und nicht die der anderen. Und es ist manchmal ganz schwierig, sich diesem, wie soll ich sagen, sozialen Druck oder auch manchmal dem Sog zu entziehen, wenn alle sagen, X ist super und man muss X, dann zu sagen Y oder Z oder A ist oft gar nicht so einfach. Als Konsequenz daraus, wenn du dich mehr auf deine eigenen Ziele fokussierst, kann es passieren, dass das Auswirkungen für dein Umfeld hat. Das kann dazu führen, dass sich dein Freundeskreis, deine Peer Group, also deine engste Gruppe an Vertrauten, die Leute, mit denen du am meisten zu tun hast, verändert. Und das ist gut so, denn eine Peer Group hat einen entscheidenden Einfluss auf deine Zielerreichung. Ist wahrscheinlich einer der wesentlichsten Faktoren für Erfolg im Leben und im Berufsleben überhaupt. Peer Group. Habe ich einen Artikel geschrieben, den findest du unter www.romangmenta.com/podcast verlinkt bei den Shownotes. Kriterium Nummer 2, starte oben, wenn du dir Ziele setzt. Das neue Ziel zu finden ist der entscheidende, oft der schwierigste Schritt vor dem Ziele setzen. Ganz nach dem Motto, ich könnte alles erreichen, wenn ich nur wüsste, was. Kennst du das? Geht es dir manchmal vielleicht auch so? Wie auch immer, starte oben bei den ganz, ganz, ganz großen, langfristigen Dingen, wenn du Ziele formulierst. Manchmal wird das dann auch Vision genannt oder strategisches, langfristiges Ziel, wie auch immer. Die großen, langfristigen Dinge meine ich auf jeden Fall. Und arbeite dich dann von da zielstrebig nach unten und werd konkreter, detaillierter und kurzfristiger bei deiner Zielformulierung. Je kürzer, desto konkreter muss dieses Ding, dieses Ziel sein. Und erschöpf dich nicht darin, also es reicht nicht, Umsatzziele oder Ertragsziele zu formulieren. Kannst du schon auch machen, aber es ist nicht das Einzige und darf nicht das Einzige sein. Ein sehr hilfreiches Buch vom selben Autor, den ich zuerst schon empfohlen habe, Simon Sinek, ist das Buch Frag immer erst warum. Das beschreibt die Wichtigkeit dieses grundlegenden Warums, das hinter allem steht, was wir tun oder was ein Unternehmen tut, was du beruflich tust, aber auch natürlich, was du privat tust. Sehr, sehr stark. Sehr gutes Buch. Frag immer erst warum von Simon Sinek. Ziele setzen, Tipp Nummer 3. Emotionen als Basis für Zielsetzung. Wir gehen oft sehr kopfig vor, was unsere Ziele angeht, vor allem im beruflichen Bereich. Doch was uns beflügelt, was uns vorantreibt, ist oft nicht der Verstand, sondern die Emotion, das Herz. Und das
hat einen konkreten Grund, weil wenn du mit dem Kopf und allein mit dem Kopf, mit dem rationalen Verstand Ziele festlegst, dann arbeitest du möglicherweise gegen deine Emotionen. Und wenn deine Emotionen im Widerspruch zu deinem Verstand stehen, dann hat der Verstand definitiv schlechte Chancen. Die Emotionen wirken deutlich stärker auf uns. Dann ziehst du nämlich möglicherweise am selben Strang mit dir selber, aber in unterschiedliche Richtungen. Es zerreißt dich quasi innerlich. Warum also nicht den Schwung, die Energie aus den Emotionen mitnehmen, die du sowieso hast, und neue Ziele setzen, die genau in die Richtung gehen, in dieselbe wie die Emotion. Es ist viel, viel einfacher, als rational irgendwas zu tun, was der Emotion möglicherweise widerspricht, oder was zu wollen, was der Emotion widerspricht. Was heißt das jetzt konkret? Diese ganzen klassischen rationalen Ziele, Zahlenziele etc., 10% mehr Umsatz, 5 neue Kunden und so weiter und so fort, die sind schon nicht schlecht. Ich würde sie jetzt nicht ganz ad acta legen, du brauchst die schon fürs Business, und wenn du sie nicht brauchst, dann braucht sie möglicherweise dein Steuerberater, dein Banker oder sonst jemand in dieser Art oder deine Kollegen, Partner etc. Aber im Mittelpunkt und an erster Stelle der Zielsetzung sollten deine Emotionen stehen. Deine Ziele müssen im Einklang mit dem sein, was dein Herz will, was du fühlst, was sich gut anfühlt im besten Sinn des Wortes. Nächstes Kriterium, Kriterium Nummer 4, lautet: Groß ist gut, wenn es um deine Zielsetzung geht. Man hört das ja öfter, große Ziele setzen. Was heißt das denn überhaupt und warum ist das gut? Warum sollen große Ziele Vorteile bieten und welche bieten sie? Naja, wenn du ein großes Ziel hast, dann brauchst du dich einfach nicht dauernd um neue Ziele zu kümmern, weil du die alten, die zu kleinen vielleicht schon erreicht hast. Und oft ist es wirklich, und das meine ich ernsthaft, wirklich schlimm, ein Ziel zu erreichen, wenn danach kein weiteres da ist, kein nächstes größeres, weil Menschen oft in ein großes Loch fallen. Pensionsschock ist so der Klassiker oft. Da arbeiten viele Leute ewig lange, vielleicht ganzes Berufsleben, auf die Pension hin als das große Ziel. Und dann ist sie da, Ziel erreicht, und dann nichts mehr, Leere, sie verfallen, sterben manchmal ganz, ganz rasch und frühzeitig. Ist ein Onkel von mir zum Beispiel auch so gegangen, habe ich schon öfter gehört. Nicht nur von meinem Onkel, also von dem habe ich es ohnehin nicht mehr gehört, aber ja, wie auch immer, du weißt, was ich meine. Große Ziele strahlen auch stärker auf andere aus. Wenn du große Ziele für dich planst, ziehst du andere, auch potenzielle Mitarbeiter, Geschäftspartner, Investoren und so weiter und so fort, die auch dieses Ziel erreichen wollen oder dieses Ziel toll, super finden und spannend finden, an, automatisch. Elon Musk hat zum Beispiel mit eines seiner Unternehmen, SpaceX, als großes Ziel gesetzt, den Mars zu besiedeln. Und ja, da wird es welche geben, die sagen, was ist das für ein Bekloppter, für den möchte ich niemals arbeiten. Ja, stimmt. Und dann wird es welche geben, die das echt cool und geil und abgefahren finden und genau deshalb dort arbeiten wollen. Also es zieht die richtigen Menschen an. Definitiv mehr, und ich sage mal so, Menschen mit mehr Motivation und mit mehr Feuer als das Ziel, nächstes Jahr den Umsatz um 5% zu steigern. Und wenn du dir hohe, große Ziele setzt, dann erscheinen Hindernisse auf dem Weg zur Zielerreichung wesentlich kleiner und versperren dir nicht den Blick auf dein Ziel. Wenn du ein kleines Ziel hast und es kommt so ein ganz normales, tagtägliches Hindernis daher, dann versperrt dieses Hindernis ganz rasch den Blick auf das eben kleine Ziel. Wenn das Ziel groß ist, richtig groß, dann blickst du über das Hindernis hinweg und siehst noch immer dein großes Ziel. Also es bringt dich bei den großen Zielen nicht so leicht etwas aus der Fassung oder vom Weg ab. Und große Ziele bringen oft große Ergebnisse, nämlich auch, witzigerweise, wenn du diese nicht erreichst. Wenn du sie nämlich nicht erreichst, bist du vielleicht trotzdem schon ein schönes Stück weitergekommen, als wenn du ein kleines Ziel formuliert hättest. Wie groß sollen große Ziele denn sein? Boah, kann man nicht allgemeingültig beantworten, aber ich gebe dir so ein paar Ideen dazu, um darüber nachzudenken. Vielleicht so groß, dass sie den Rahmen des Realistischen sprengen. Ich finde ja, dass unrealistische Ziele oft die viel, viel spannenderen sind, auch wenn wir sie oft nicht erreichen. So groß, dass du es nicht wagst, diese laut auszusprechen, aus Angst, dich zu blamieren. Stell dir mal vor, du machst dich selbstständig. Unternehmensgründung oder startest ein neues Business und deine Freunde fragen dich, und was wird das, was machst du so Schönes? Und du sagst, ja, wir haben vor, den Mars zu besiedeln mit unserer Firma. Also à la Elon Musk bei SpaceX.
Naja, ich hätte gern Video von den Reaktionen deines Freundeskreises auf diese Verlautbarung. Würde mich wundern, wenn das irgendjemand ernst nimmt. Aber ja, man kann es trotzdem tun, wie sich zeigt. Ziele sollten so groß sein, dass du zumindest in Teilbereichen damit die Welt verändern kannst. Vielleicht nicht die ganze komplett umdrehen, aber so in deinem Bereich der Welt einen Eindruck hinterlassen. Etwas verändern. So groß, dass du vielleicht zu Beginn gar keine Idee hast, wie du das hier erreichen sollst. Das macht aber gar nichts. Das kommt dann schon mit der Zeit. Und allein die Frage, wie soll ich bloß dieses Ziel erreichen, ist schon eine gute, weil dann denkst du darüber nach, wie es geht. Aber das Ziel ist schon mal da. Also, Tipp Nummer 4, du hast Strategie Nummer 4, große Ziele sind gute Ziele. Zielkriterium Nummer 5, motivierende Ziele formulieren. Ja, das ergibt sich fast schon aus den bisherigen Kriterien. Ich habe überlegt, ob ich das als separates anführe, dennoch scheint es mir relevant. Wenn du nämlich wirklich packende, echt geile, motivierende, wie auch immer du es nennst, Ziele hast, dann bringen dir die einfach mehr Energie als die anderen. Und wenn du die Tipps 1 bis 4 beherzigt hast, dann wird sich aller Voraussicht nach daraus sowieso ein motivierendes Ziel ergeben. Ja, soviel zu Tipp Nummer 5, motivierende Ziele. Zielkriterium oder Ziel oder Strategie Nummer 6, nimm doch Erlebnisse als Hebel für deine Zielsetzung. Ich habe ganz, ganz früher mir meistens sehr materielle Ziele gesetzt, was durchaus okay ist. Also ich Auto, Wohnung, Haus etc. etc. Schöne Uhr, was man halt so haben mag im Leben und was viele haben wollen. Alles gut, alles okay. Bin aber in den letzten Jahren dazu übergegangen, mehr immaterielle Ziele zu setzen, weil ich festgestellt habe, dass immaterielles, irgendwelche Erlebnisse allein oder mit anderen Menschen mir irgendwie mehr geben, mich mehr motivieren, mehr meinen Emotionen entsprechen als rein materielle Sachen. Heißt nicht, dass ich keine materiellen Ziele mehr hätte. So sehr ist der Reichtum noch nicht ausgebrochen, aber ich stelle einfach fest, dass immaterielle Ziele mir irgendwie mehr bringen und mir mehr Energie liefern und mehr, wie soll ich sagen, Befriedigung geben, ob ich sie nun erreiche oder nicht, aber allein daran zu arbeiten, bringt mir schon mehr. Was kann das sein? Für mich zum Beispiel wäre das eines, als Keynote-Speaker zum Beispiel vor 10.000 Menschen zu sprechen. So knappe 1.000 hatte ich schon, ist toll, fantastisches Erlebnis, aber 10.000 wäre schon mal eine Nummer. Oder von einem großen Fernsehsender, einmal im Monat, einmal im Quartal, wie auch immer man es formuliert, zu einem passenden Thema interviewt zu werden. Oder auf der Titelseite einer großen Tageszeitung zu erscheinen. Das sind so Ziele, die mich jetzt, was mein Dasein als Redner angeht, durchaus bewegen, geschäftliche Ziele, die auch durchaus geschäftlich was bringen. Übrigens, das mit der Tageszeitung sollte sein, weil ich irgendwas Vernünftiges zu sagen habe oder geleistet habe und nicht, weil ich am Wochenende einen Skandal produziert hätte. Klarerweise nicht. So, und Strategie oder Zielkriterium Nummer 7, setz dir neue Ziele, wenn die alten nicht mehr passen. Viele Menschen haben fast sowas wie Angst, sich durch das Setzen von Zielen zu sehr einzuengen. Doch das ist überhaupt nicht der Fall. Weil wenn du Tipp Nummer 1 beherzigst, nämlich deine eigenen Ziele setzt, dann hast du die Macht über diese Ziele und auch die Macht, diese jederzeit zu ändern und neu zu formulieren. Und wie sagt eine alte Indianerregel schon so, wenn das Pferd tot ist, dann steige ab. Das ist zwar, wie gesagt, leicht gesagt, aber manchmal gar nicht so leicht umgesetzt, denn das Schwierige daran ist, zugegebenermaßen manchmal zu erkennen, ob das Pferd tot ist oder ob es noch gar nicht losgeritten ist und immer noch am Start herumsteht oder ob man es so langsam reitet, dass man den Eindruck gewinnen könnte, es sei tot. Also Entscheidung liegt bei dir, was denn nun der Fall ist mit deinem Ziel, sprich bleiben lassen, anderes setzen oder weiterverfolgen. Aber wichtig scheint mir die Erkenntnis zu sein, es sind deine Ziele, du kannst sie jederzeit ändern, wenn du heute ein Ziel setzt und in einem Jahr draufkommst, in einem halben Jahr draufkommst, selbst wenn du morgen draufkommst, das war Blödsinn, das ist nicht das Richtige, das möchte ich auch gar nicht oder nicht mehr oder inzwischen habe ich andere Ideen von meiner Zukunft, dann ändere das einfach. Du hast die Macht. Ja, das waren so das waren so meine Best-of aus eigener Erfahrung zum Thema Ziele setzen. Ich wünsche dir
viel Erfolg damit, was immer du davon anwendest. Vielleicht ist es ja genau ein Tipp daraus oder eine Strategie, der dich irgendwie weiterbringt. Wenn das so ist, dann freut mich das sehr. Es war mir wie immer ein Fest, dass du meinen heutigen Podcast gehört hast und bis zum bitteren, also eigentlich nicht bitteren, bis zum tollen, fantastischen Ende dabei geblieben bist. So, und ich würde mir, es würde mich noch mehr freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Daher, falls du es noch nicht gemacht hast, jetzt abonnieren Podcast, und wenn du schon mal da bist, freue ich mich über eine kurze, knackige, wohlmeinende Rezension zu dem, was du so gehört hast. Hinterlass mir einen Kommentar, vergib ein paar Sternchen in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.